komm raus. Armer Mann. Guck mal, damals waren das Götter, die Mode-Figuren. Das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Du schuldest uns nix. Ein paar Kronen wären nicht schlecht. Was soll man denn mal sagen? Sollen wir denen mal ein bisschen Geld abnehmen? Ja, ihr habt ihn ja schließlich gerade auf Leben gerettet, ne? Ja, dann wollen wir mal ein paar Kronen nehmen. Ein paar Kronen können wir immer gebrauchen. Bin leider gerade schlecht bei Kasse. Die Nilfgaarder haben meinen Besitz beschlagnahmt. Und jetzt dies. Hier. 50 Kronen. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau. Was schert dich das? Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Mal am Saufen. Also was war jetzt nochmal eine Herberge? Ist das so ein Dorf? So eine Richtung Dorf? Eine Wirtschaft oder so, ne? Herberge? Ja, also ich glaube, so was Ähnliches wie so ein Hotel oder so. Plötze ist auch lustig, der Name. Plötze, komm schnell. Trapp, trapp, trapp. Heißt doch Trab, oder? Trab. Trab. Ja, das ist Galopp. Ach, das ist nur egal. Also, ich verstehe das sowieso nicht gerade hier. So, seltsam. Leute. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Wir können. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen. Blut, ihr könnt ja auch mal ein bisschen was in die Kommentare Fleisch reinschreiben, so. Das kann die was Monster wir noch verbessern immer können. Die Menschen, mal, Leute. Auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald Gebiete, wir etwas erfahren. Ja, Gebiete. Dafür sind diese blauen, grünen Dinger die jetzt da. Hat mir vom guck mal, hier sind Gänse. Ne, Enten, ne? Ne, hier sind Gänse. Also haben die Leute einen und Enten. Okay. Halt! Wir sind da. Lädt. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? Schnaps jetzt pur. Ah, das war ja ein richtiges Arschloch, oder? Ja. Also echt. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Hey, wenn die sich doch gegeneinander streiten. Du kannst mich mal. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Oha. Der war ganz schön frech. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Ein fieses Biest. Fies? Ihr Jäger habt leicht reden. Der hat Lena vielleicht zugerichtet. Die Arme ist halb tot. Lena? Aber jammern bringt nichts. Wie kann ich euch helfen? Mit einem Schnäpschen. Und du?
Darf's was zu trinken sein? Wir suchen nach einer Frau. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ah, okay, also sind auch sowas wie Wirte, sind auch Händler. Okay, ganz schön was los hier. Kümmert sich schon jemand um das, um den Greif, nicht um das Greif. So, wir suchen nach einer Frau, würde ich fragen, oder? Ja. Ja, ne? Also wir suchen nach einer Frau. Ah, spricht wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Vielleicht. So, ich würde jetzt eigentlich mal gerne schon gucken, was sie an Waren hat, mal, ja, um mal zu stöbern. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Ja, ein Bett, eine Puppenkiste. So, kaufen und verkaufen ging schon im Handelsfenster. Handeln, drücke X, um einen Kauf zu tätigen. Drücke Kreis, um das Handelsfenster zu schließen. Okay. So, ah, guck mal, hier sind doch... Ey, wie komme ich jetzt dahin? Achso, das sind meine Sachen auf der linken Seite und das sind die Händler-Sachen. Sie hat 168 Geld, ich habe 300. Und das sind Gewinnkarten, ne? Die habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Die würde ich gerne haben. Sollen wir die mal kaufen? Ja. Okay, ich habe mir mal ein Video angeguckt und dieses Gewinn fand ich sehr cool. Und damit würde ich mich auch... mehr mit beschäftigen eigentlich. Ja, haben wir doch. Ja, mehr wollte ich jetzt auch gar nicht hier gucken. Ganz schön was los hier. Vielen Dank für alles. Danke. Für alles. Achso, die reden das immer so anders. So, und wir sollen jetzt welche fragen, die hier in der Wirtschaft sind. Das Meister Hexer! Werd ihr gewillt, den Greif zu töten? Das Biest ist eine Landplage. Zuerst hat er nur Vieh gerissen, aber jetzt bevorzugt er Menschen. Wir trauen uns kaum noch raus. Wenn uns jemand bezahlt, sagen wir nicht nein. Hä? Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Ich würde am liebsten jetzt direkt mal die Vögel, die so am Anfang so frech waren, so nicht vermessen die Felder. Lass sie doch. Ne? Solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, so, wo haben wir denn die? Das waren die? Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Um unser Land. Aber doch, der zeigt mir an, ich soll die mit als nächstes fragen. Dann machen wir das doch mal. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Ey. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Boah. Also die sind, also diese Hexer sind schon, würde ich mal sagen, ziemlich, wie kann man das ausdrücken, beliebt, ne? Also die sind ziemlich beliebt. Ich will nur reden. Rede sofort. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Hinsetzen. Mein Gott, ey. Die haben alle eine Art am Leib, ey, das ist ja krass. Ich wollte mal was gucken, also hier ist ja dieses Menüspiel Speichern. Oh, man kann auch von aus hier speichern, finde ich auch sehr nice. Nochmal, es gibt vier so. Farben. Vier was? Farben, Gruppen, Sorten. Wie Kreuz und Pik, nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Ah, die außerdem spielen Dings. Spezialkarten. Gewinn. Willst du nicht lieber Pik spielen? Dann reden wir mal. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Oh. Hast du kurz Zeit? Warum nicht?
Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Boah. So, Reiterin des Krieges, wer soll das sein? Was machst du hier? Ist der Krieg schon nach Novigrad angekommen? So, ich frage mal, Reiterin des Krieges? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. So, ich will jetzt erstmal sagen, leb wohl. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Ich sag jetzt mal in dem Fall nein, danke. Das würde ich machen, beim nächsten Mal. Ich hab noch was zu erledigen. Schade. Ich würde ja mit den Leuten hier spielen, aber da die nicht mal bis 10 zählen können, bleiben die Regeln ein Rätsel für sie. Na schön, wenn du es dir überlegst, ich bin hier. So Leute, für heute beenden wir unsere Videoaufnahme. Die nächsten und neueren aktuellen Videoaufnahmen werden am Samstag folgen. Ich verabschiede mich, euer GrachTV, und ich gebe das letzte Wort der Gamerprinzessin. Ja, ciao Leute und viel Spaß beim nächsten Mal. Ciao.